Gedanken tanken ist eine Plattform für Redner, die ihre Inspirationen weitergeben durch Vorträge jeder 20 Minuten. Und es gibt 9 Vorträge hintereinander mit jeweils 2 Pausen. Wir waren mit Aileen und Nikla da und haben in der Jugendherberge direkt neben der Lanxess Arena geschlafen. Und als wir ankamen, hatten wir noch so viel Zeit, zum Lommerzheim zu gehen und da ein kleines Kölsch zu trinken oder 2 oder 3, bis man den Deckel drauflegt, sonst kommen die immer wieder mit neuem Bier. Und sag mal, wie dick der Kotelett war? Das Kotelett war so dick. Ungelogen, ne? Und die Wurst war 1,5 Meter lang. Okay. Lecker. Eine der berühmtesten Gaststätten, die es überhaupt in ganz Köln gibt hier. Da ist die Jugendherberge. Und da ist sie. Der Lommerzheim. Auf zu Gedanken tanken. Sieht irgendwie aus, als ob man 100 Jahre in der Zeit zurückgereist ist. Wahnsinn, das Ding. Ich weiß nicht, warum die so berühmt ist. Also was gerade passiert? Die Aileen, die coole Socke, der hat jetzt gerade in Kaltakquise pur 2 von unseren Zetteln hier verteilt an die 4 jungen Männer da hinten am Tisch, 2 Deutsche und 2 Denken. Die hat ihnen quasi unsere Visitenkarte gegeben und hat ihnen auch noch erklärt, wer wir sind und was wir machen. Und wie findest du das? Perfekt. Ich gehe mal am Rhein entlang spazieren, weil wir noch Zeit haben. Bis zum Beginn des Mega-Events Gedankentanken. Was machst du bei Gedankentanken? Da saug ich alle Speaker aus und überleg mal, was ich davon gebrauchen kann für unseren Blog und für mein Leben. Wenn ich dich jetzt fragen würde, hör mal, ich bin noch nie bei Gedankentanken gewesen, was erwartet mich denn da so überhaupt? Was passiert denn so bei Gedankentanken? Wie viele Redner gibt es denn da? Ich erwarte, dass da heute mindestens 10 Speaker kommen. Die Redner haben alle 20 Minuten Zeit, ihr Ding zu machen. Und in 20 Minuten kannst du viel gutes Zeug erzählen. Und ob es gut wird oder nicht, werden wir gleich erfahren, oder? Dann würde ich sagen, bis gleich, oder? Das ist der Kölner Dom. Boah, ist ja groß hier. So, Frau Schröder von Die Welt erleben. Wie gefällt es Ihnen hier? Super. Wer ist bisher aufgetreten? Bodo Schäfer, Sabine Askodom, Jörg Löhr. Der Jörg Löhr mit seinem Ahmed und Alexander Müller. Wie hat es dir bisher gefallen? Super. Und wir tanken hier jede Menge geile Gedanken. Perfekt. Und was sind da 2 komische Figuren daneben dir? Wer ist das? Das ist die berühmte Aileen. Aus dem Block, wie? Aus dem Block. Okay. Und der relativ coole, ja. Relativ coole Nikla. Alles relativ. Kannst du loslegen? Soll ich jetzt und schön laut. Okay. Also wir sind heute auf der Kölner Rednernacht und ich führe sie jetzt erstmal durch das Programm. Im Programm sind heute die Leute Alexander Müller, Bodo Schäfer, Sabine Askodom, der Jörg Löhr. Die haben wir alle schon gehört, die 4. Und jetzt geht's weiter mit Robert Betz, Dr. Stefan Friedrich, Markus Hoffmann und Slatko Sterzenbach
Und? Zuletzt den Thomas Beck. Und dazwischen wird noch ein Preis verliehen, ne? Ja, die blaue Zunge war. Die blaue Zunge wird noch verliehen. An wen? Und zwar an Dunja, kann ich an aussprechen. Dunja und an Peter Maffay. Perfekt, ja. Wunderbar. Okay, danke schön. Seht mal schön rein, dann sagen wir mal, von wem wir gerade einen Lüftung haben. Das blenden wir ein. Wir haben gerade den Stefan Friedrich geschnappt und dann haben wir einfach uns da hingestellt und Hans-Peter meinte, ich würde fotografieren. Ich meinte, er fotografiert, aber die Lehen hat dann nachher fotografiert. Wagemutig hat sie ihr Handy geschnappt und in unsere Richtung geblitzt. 5 Fotos sind das. Wie geht's Ihnen? Gut. War's gut? Super geflasht. Super geflasht? Super geflasht. Okay. Jetzt? Schönes, geiles Buch. Schönes Buch. Haben wir geschenkt bekommen. Okay. Alle. 15.000. Yes. Oh, ist es stockdunkel. Man kann gar nicht erkennen. Man kann die Mama gar nicht erkennen hier im Stockdunkel. Ich wollte hier mal die Erkenntnis von der ganzen Rednernacht mitteilen. Als ich nämlich eben der Mama in die Augen geguckt habe, habe ich festgestellt, die hat grüne Augen. So, hier ist wieder unser Jugendherbergelchen. Was ist los? Ist das der falsche Eingang? Wie kommen wir da rein? Irgendwie müssen wir uns auf die andere Seite schlagen. Wir stehen hier vor der Jugendherberge, da kommen wir gerade raus. Haben ein tolles Wochenende verbracht. Wir haben hier dieses Schild gelesen, Hans-Lommertheim-Weg, Gastwirt 17.09.1930 bis 28.06.2005. Was ist mit dem Gastwirt? Und da hinten ist die Gaststätte Lommertheim, wo wir gestern gegessen haben zum Mittag. Total uriges Teil. Könntest du in einem Satz zusammenfassen, was Gedankentanken mit unserem Blog zu tun haben könnte? Wenn du bei Gedankentanken sitzt und dir die Vorträge anhörst, dann haben viele was gemeinsam, aber jeder drückt es auf seine eigene Art und Weise aus und jeder von denen ist schon losgegangen. Und wenn du den ein oder anderen Umweg nicht gehen willst, dann kannst du dich von denen inspirieren lassen. Aber alle sagen mit einer Stimme, einfach losgehen, einfach machen, einfach Gas geben und nicht in seiner Komfortzone sitzen bleiben, sondern die Welt erleben. Ich würde sagen, der rote Faden ist, du hast nur ein Leben, erfülle deinen Traum, mach genau das, wozu du Bock hast und hilf dabei anderen. Kann man Gedankentanken in einem Satz zusammenfassen? Erlebnisreich, inspirierend und inspirierend, dein Leben zu leben. Ne? Es war eine super Aktion dieses Wochenende.